Das Spiel der HSV wird Ihnen präsentiert vom Sportcasino. Eines für alle. Der Schluck aus der Pulle, liebe Zuschauer, der war am Sonntag gegen Westfalia Herne obligatorisch. HSV-Trainer Sven Hosiak machte es vor, denn er wusste nur zu gut, wer da auf dem Kunstrasen an der Elvora Arena sein Gastspiel gab. Dieses Kraftpaket hier verkörperte schon mal das, was auf Hamm zukommen sollte. Gästetrainer Christian Knappmann spornte seine Truppe zuletzt gegen Ennepetal zu einem starken Pressing und wurde dann mit einem 4:1-Sieg belohnt. Das Konzept sollte sich hier ähnlich gestalten. Mit einem 4-3-3 ließ er seine Elf auf die Hammer los und in der Tat, es war die Wucht, die Knappmann später beschrieb und mit der die Rotblusen erst einmal fertig werden mussten. Hohes Anlaufen bei Herne, die ersten Abschlussversuche in der Folge vor dem Hammertor. So sah es in den ersten Zügen der Partie aus. Jano Peters schon mal auf der Hut, Mützels Hereingabe hier vor Ahnan abgefangen, der gegen Ennepetal ja auch schon nach 11 Minuten erfolgreich war. Ja, gleich viel Druck für die Hosiak-Elf, die ohne den gelb gesperrten Kröner und verletzungsbedingt ohne Kiska auskommen musste. Schneider und Piel dafür in der Anfangsformation. Und Piel, der machte sich in Minute 7 dann mal über links auf. Klasse bedient von Albrecht und exakt aufgelegt für Pascal Schmidt. 1:0 für Hamm. Wunderbar, die eiskalte Antwort auf Hernes heißen Anlauf. Große Freude beim Hammer Publikum. Endlich wieder ein Heimspiel und dann dieser Start. Die Szene nochmal. Genialer Pass aus dem Mittelfeld von Neuzugang Albrecht und Piel. Ist das frech, tunnelt Pascal König. Dann die Vorlage für Schmidt. Der macht sich nochmal lang und vollstreckt zu seinem dritten Saisontor. Herne, bilderbuchmäßig ausgekontert. Bilderbuchmäßig auch die Bilanz von Piel. Die Vorlagen der letzten drei Ligatore kamen alle von ihm. Entscheidend für den Torerfolg aber, dass die Hammer ausgehend von Klajic das Loch im Mittelfeld nutzten. Albrecht rechts Pass überbrückt Hernes Verteidiger und lässt sie nur noch hinterherlaufen. Ja, schön anzusehen, 1:0, aber Herne beeindruckte das ja mal gar nicht. Auffällig dabei immer wieder Mützel, der hier wieder den Torerfolg sucht. Ich weiß gar nicht, ob der Ball den Pfosten noch touchierte. Jedenfalls schlug er am Außennetz ein, weil Peters die Finger noch dran hatte. Dann Obacht beim anschließenden Eckball. Kühn steigt hoch, Kopfball an den Pfosten. Dann Klaas nochmal mit der Chance. Endstation Frank, der den Ball ins Aus befördert. Ja, da flackerte es im Hoheitsgebiet von Peters. Und das alles gehörte noch zur Anfangsviertelstunde. Hier die Szene nochmal in Zeitlupe. Aber auch danach hielt die Westfalia den Druck gleichbleibend hoch. Die rechnete sich hier etwas aus und das zeigte sie. Die HSV zunächst eher damit beschäftigt, körperlich dagegen zu halten, als spielerisch in Erscheinung zu treten. Es entwickelte sich ein durch und durch intensives Duell, das den Zuschauern zu keinem Zeitpunkt Platz für Langeweile bot. Dann die 17. Minute. Herne mit Saskoku. Langer Ball ins Zentrum auf den langen Kühn. Dann Thier. Und da ist Anan. Ausgleich. Hernes Mühe wird belohnt. Das 1:1 auch durchaus verdient. Ilias Anan mit seinem zweiten Tor im dritten Spiel für Herne. Er kam vom TSV Malhöls ans Schloss Strünkede. Eine Kopfballstaffette hebelt die Hammerabwehr aus. Klajic hofft noch auf den Abseitspfiff. Den gab es von Schiedsrichter Philipp Dräger aber nicht. Zu Recht Klajic beim Kopfball von Thier dem Tor wohl einen Tick näher. Danach war Hamm mal wieder an der Reihe. Eine durchaus gute Position für den Hammer-Torjäger Lohheider. Der Schuss allerdings deutlich vorbei. Lohheider vergangene Woche ja umjubelter Siegtorschütze gegen Schalke. U23 hatte zwei Minuten später eine weitere Gelegenheit. Mützel hier mal in Bedrängnis gegen Piel, dann kommt Franke zum Zug und die Flanke bringt Gefahr. Kopfball Lohheider. Er bekam später noch ein Sonderlob von Knappmann. Und jetzt Psychologiestudenten aufgepasst. Thema Territorialverhalten. Belo und Kühn dringen da jeweils in den Schutzraum des anderen ein, nachdem Kühn im Luftkampf mit dem HSV-Verteidiger die Ellbogen ausfuhr. Dräger gab dafür gelb. Ansonsten blieb es zwar eine bissige, aber weitgehend faire Partie. Die nächste Szene allerdings dann strittig. 35. Minute, Hamms-Kapitän Kickermann bringt hier Lohheider in Szene. Der fällt, aber der Pfiff bleibt aus. Großer Aufschrei beim Hammer Publikum. Die Bilder zeigen mir aber, dass es für einen Elfer eher nicht ausreicht. Herne zwar immer noch sehr präsent, aber das Anfangstempo nicht mehr so hoch. Hamm jetzt öfter vor dem Tor der Gäste. Weiter geht's. 38. Minute, Flanke Schmidt, Querschläger H. Und die Riesenchance für Mike Piel. Da wird er sich geärgert haben. Da hatte er die Führung auf dem Kopf, aber der geht direkt in die Arme von Königs. Maurice Haar wird da wohl mal richtig durchgeatmet haben. Auch Herne hatte vor der Halbzeit noch etwas in petto. Saskoku sieht Mützel, Achtung, und da wäre es beinahe passiert.
Der hätte gepasst, ja, wenn Peters nicht gewesen wäre. Schaut her, der Ball flutscht ihm durch die Beine und dann sieht so aus, als habe er ihn mit dem Allerwertesten zum Pfosten gelenkt. Beide Seiten also mit der Chance zur Führung und dann gab es noch diesen Moment. Nachspielzeit. Peters ballert die Kugel in den Westfalia-Strafraum. Albrecht turnt da rum und Herne kriegt den Ball nicht raus. Und dann liegt Albrecht da, wo Lohheider zuvor schon gelegen hat. Und wieder kein Pfiff, sondern das. Albrecht sieht den gelben Karton. Dräger deutet also auf Schauspielerei. Die Bilder können das bei dem Gewusel nicht wirklich auflösen. Irgendwie war der Ball schon durch. Der Fuß von Robin Klaas steht aber wie angegossen. Und ich kann beim besten Willen nicht erkennen, ob er ihn da wirklich berührt. Sei es drum, tragisch bleibt das Ganze deshalb, weil sich Hernes Torhüter Pascal Königs bei dieser Aktion so schwer verletzte, dass er ausgewechselt werden musste. 1:1 der Halbzeitstand. Und für Königs ging nun Taifun Altin in den Kasten. Ansonsten keine Wechsel zur Pause, wohl aber eine taktische Veränderung. Hosiak stellte um von einem 4-4-2 auf ein 4-1-4-1. Erste Chance dann für Herne. 50. Minute, Zaskoko mit einem Eckball. Wieder verlängert Kühn und dann versiebt Mützel. Da hatte die 13 doch ein bisschen zu viel Raum. Ja, immer gefährlich der Mann in den zwei Spielen. Nach der Winterpause schlug er schon dreimal zu. Warm geschossen hatte er sich also schon trotz der Kälte. Die Rückenlage kostete ihm bei diesem Schuss aber ein paar Zentimeter. Wie in Halbzeit 1, der Aufsteiger also mit der ersten Gelegenheit und die HSV auch wieder mit einer deutlichen Antwort. Fragezeichen, das ist Lohheider. Piel bietet sich an, wird nicht angegangen. Flanke, Achtung, der wird jetzt heiß. Albrecht vor Altin und ja! Albrecht macht's. Die 9 bringt die HSV wieder in Führung. In der Hinrunde trug sie Wassinger. Yannick Albrecht schließt eine schmerzliche Lücke, fügt sich gut ein, auch wenn bei diesem Tor ein bisschen Glück dabei war. Und das gehört in diesem Fall dem Tüchtigen. Wir sehen, Lohheider streckt sich, aber Hernes Temme rutscht die Kugel über den Hinterkopf Richtung Albrecht. Sein Schuss kann Altin zwar abwehren, der Ball aber wieder bei Albrecht. Von dort findet er den Weg zum Tor. 52. Spielminute, 2:1 für die HSV. Und die Jäuser in Rot wollten mehr. Kickermann jetzt allein auf der 6, lässt Tier stehen, Doppelpass mit Lohheider und Kickermann scannt das Feld, Überzahl HSV. Da ist Piel, Piel macht's allein, bringt sich in Schussposition, Altin wehrt ab und dann kommt Kickermann und drischt das Ding ans Außennetz. Mein Gott, das hätte die Entscheidung sein können. Der Kicker kickt anstatt zu spielen. Zwei Kollegen hatten Hunger und Kickermann hätte sie füttern können. Seine Geste dazu eindeutig. Der Hammerkapitän, der so viel richtig und gut machte, wollte es selbst richten. Das ging daneben. Lohheider nahm die Arme dann auch wieder runter. Abputzen, weiterarbeiten. Und das gelang ausgesprochen gut. Hernes Kraft wurde aufgerieben, die Verteidigung der HSV gut organisiert. 68. Minute, Klaas verspringt der Ball, Kickermann gedankenschnell und dann schwärmen sie aus. Piel wartet kurz ab, nimmt Albrecht mit und Albrecht dann auf Schmidt. So haben sie das gern im Hammer Osten. So spielt man das aus. 3:1 Pascal Schmidt mit der geballten Regionalliga-Erfahrung weiß er, wo man hin muss, wenn die Chance in der Luft liegt. Er nutzt sie zum zweiten Mal. Albrechts Vorlage maßgeschneidert, Hernes Innenverteidiger zu spät, Keeper Altin in der Zuschauerrolle, die 3 Punkte für Hamm in greifbarer Nähe. Ja, wenn Knappi sitzt, dann heißt das was. Herne inzwischen mit Benkovic und Teichmöller für Mützel und Zaskoku. Immer noch kraftvoll, aber der Raum, den seine Elfe den Ansatz ihrer Wucht noch in der ersten Hälfte hatte, der war so nicht mehr vorhanden. Außerdem verteidigten die Hammer gut und hatten eben nach vorn ihre Möglichkeit. Das war nochmal Lohheider in der 75. Ein vierter Treffer wäre natürlich perfekt gewesen, aber die Chance dazu gab es noch einmal. 11 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit. Dieser Pass mit dem Außenriss von Schneider auf Piel. Jetzt vielleicht nochmal Schmidt. Nein, Rösler gerade noch dran. Verhindert damit Schmidts dritten Treffer. Sein zweiter zeigte bei Herne ja Wirkung bis zur 82. Minute. Dann dies. Foul von Belo an Benkovic. Und jetzt stand auch Knappmann wieder und konnte nochmal hoffen. Zunächst einmal auf Moritz Kühn. Da haben wir ihn. Kühn läuft an und er hat Erfolg. Der Anschlusstreffer. Nur noch 3:2 und die Hoffnung war wieder da bei Herne. Kühn bringt den Ball knapp über die Mauer in die linke Ecke und das sorgte dann doch nochmal 7 Minuten vor dem Ende für ein paar frei werdende Kräfte. Herne nochmal mit einem Freistoß. Irgendwie rein sollte das Ding. Kühn schrie nochmal auf. Schiri Dräger sah dabei aber eher gelangweilt aus und die HSV setzte den Gegenstoß. Das ist Franke. Der sieht, dass Lohheider steil geht und dann ist er nicht mehr zu halten in der Mitte. Da schiebt sich der eingewechselte Kusakschi ins Zentrum. Der Ball kommt und jetzt der Volley-Schuss. Nein!
Immer noch keine endgültige Entscheidung. Herne jetzt mit der letzten Gelegenheit des Spiels. Jeden Moment war hier Schluss. Achtung, Hötte in die Wolken. Und das war's dann auch. Die Freude groß bei der HSV. Sie gewinnt das Traditionsduell gegen den SC Westfalia Herne mit 3:2. Hatte in der ersten Halbzeit der Wucht der Knappmann-Elf etwas entgegenzusetzen und in der zweiten Halbzeit eben auch spielerische Lösungen. Alles in allem ein verdienter Sieg gegen einen sehr unbequemen Gegner. Haben springt mit diesem Dreier auf den vierten Platz. Das Spiel in Siegen unter der Woche wurde inzwischen abgesagt. Freuen wir uns also auf ein Spitzenspiel. Freuen wir uns auf den 18. März hier dann hoffentlich wieder in der Evora Arena, wenn es gegen den aktuellen Tabellenzweiten, den ASC Dortmund, geht. Also notieren und live dabei sein. Jetzt noch die Stimmen zum Spiel. Ja, erstmal ein Glückwunsch an Sven und die Hammer Spielvereinigung zu 3 Punkten. Ja, die euch, glaube ich, im Tabellenbild sehr, sehr gut tun und die ihr, glaube ich, hinten raus auch verdient geholt habt. Wir haben hier ein hochrasantes Spiel gesehen mit 2 Mannschaften, die extrem viel investiert haben, die 90 Minuten aufs Gaspedal gedrückt haben, mit Vorteilen für uns in den ersten 45 Minuten, mit 2 Pfostenschüssen und so einer. Ja, wir haben schon eine gewisse Wucht an den Tag gelegt in den ersten 45 Minuten. Aber die Hammer waren immer gefährlich nach Kontersituationen. Und dann in der zweiten Halbzeit, muss man einfach sagen, haben die Hammer das richtig, richtig gut gespielt. Souverän runtergespielt über ihre beiden zentralen Lenker und Denker mit Kickermann und Schneider. Und dann haben sie mit Loa da natürlich vorne einen, der sucht in der Liga seinesgleichen. Also der macht die Bälle vorne fest, lässt alle nachrücken. Wenn ich den jungen Fußball spielen sehe, trotz der Tatsache, dass es nur Oberliga ist, dann kriege ich Gänsehaut. Also der Junge macht richtig Spaß. Wie gesagt, ich glaube, wir haben ein richtig geiles Fußballspiel gesehen. Das hat allen Spaß gemacht hier. Ja, und hinten raus war es auch nicht unverdient, dass die Hammer 3 Punkte mitgenommen haben. Dankeschön. Glück waren die Temperaturen heute ein bisschen angenehmer als die letzten Tage. Zum einen haben wir uns wahnsinnig gefreut auf das Spiel, einfach im Rhythmus zu bleiben. Deswegen freut es mich, dass es geklappt hat, auf dem Kunstrasen auflaufen zu dürfen. Auf der anderen Seite erstmal vielen Dank für die Glückwünsche auch, weil uns war klar, dass Knappis Mannschaft wahnsinnig unangenehm ist. Also, es ist schon so, dass von Herne bis nach Hamm die Distanz ja schon ein paar Kilometer hat, aber es geht dann auch zu uns rüber, dass da ein bisschen was passiert. Und das war schon eine Wucht, klar, und das war uns eigentlich auch bewusst. Haben tatsächlich in der ersten Halbzeit zu wenig Fußball gespielt. Und das war einfach so ein bisschen die Schwierigkeit, die wir dann hatten. Haben viel zu viel über die zweiten Bälle dann gespielt. Und das war auch dann nicht besonders schön, aber es war intensiv. Also von daher bin ich voll auf deiner Seite. Das war wahnsinnig intensiv, das war ein Abnutzungskampf und ich bin froh, dass wir dem standgehalten haben, wobei wir auch in der ersten Halbzeit 1-2 Dinge hatten. Wenn ich so an Mike Peel erinnere, den muss und darf er machen, irgendwie aus 5 Metern mit dem Kopf und nicht dem Torwart in die Arme zu köpfen. Ich glaube auch dann, dass wir einen Elfmeter hätten zu unseren Gunsten kriegen müssen. Dann wird es als Schwalbe deklariert. Also von daher sind da so ein paar Situationen, dass sich von den Chancen das ein Stück weit ausgeglichen hat. Es war sehr hektisch und sehr stressig. Und in der zweiten Halbzeit haben wir tatsächlich unser System ein Stück weit umgestellt. Wir haben dann auf 4-1-4-1 die Positionen getauscht, sodass wir Jannik ein Stück weit tiefer hatten. Und wir konnten dann besser die Räume bespielen. Und ich glaube, das war so ein Stück weit dann das Geheimnis, warum es in der zweiten Halbzeit dann noch besser funktioniert hat. Dass wir dann mehr Kontrolle am Ball hatten und dementsprechend viele Situationen hatten, wo wir auf die letzte Kette zugedribbelt sind. Leider Gottes dann zu selten dann die finale Entscheidung dann irgendwie auch richtig getroffen haben. Aber im Großen und Ganzen sehe ich es auch so, dass wir am Ende als verdienter Sieger vom Platz gehen. Mit so einem Freistoßtor, wo Kühne den einfach, ich meine, er ist bekannt dafür, dass er die Dinger da rein nagelt. Wurde es dann natürlich nochmal heiß, aber gut, wir haben es gut verteidigt und haben dann die 3 Punkte hier gehalten und mehr gibt es für dieses Spiel dann tatsächlich auch nicht und von daher tun wir gut daran, irgendwie weiter konzentriert zu arbeiten und irgendwie die nächste Aufgabe anzunehmen und da freue ich mich auch wieder drauf und deswegen wünsche ich Herrn auch alles Gute, Knappi dir auch, mal weiter so gute Arbeit, das gefällt mir gut, das zu beobachten, das ist immer interessant, anders zu sein, also finde ich immer gut und nicht immer den gleichen Stiefel zu spielen wie vielleicht andere und von daher gute Heimreise und vielleicht bis bald. Ja.
Danke Sven auch an deine Worte.